Einem jungen Mädchen ein Kopftuch überzustülpen, ist pure Perversion. Das sexualisiert das Kind. Dagegen müssen wir klar Position beziehen. Das sagte Serap Güler von der CDU. In Nordrhein-Westfalen findet gerade die Diskussion statt, ob ein Kopftuchverbot für unter 14-Jährige verabschiedet werden sollte. Subhanallah, schon seit längerem maßen sich einige Politiker an, uns unserer Identität zu berauben. Das ist die typische Herangehensweise der Islamhasser. Zuerst schüren sie eine Atmosphäre gegen das Kopftuch, damit es anschließend keine lauten Stimmen gegen das erlassene Kopftuchverbot gibt. Das Zitat ist sehr widersprüchlich. Sie nennt es Perversion. Vor allem in den Medien werden die Frauen so häufig als Sexualobjekte dargestellt und ihre Körper für Werbezwecke missbraucht. Man möchte mit ihren Reizen die Menschen anregen, die Ware zu kaufen. Man reduziert die Frau auf ein Objekt. Ist das nicht pure Perversion? Prostitution erlaubt es, Frauenkörper für ein paar Euros zu kaufen, um mit ihnen Zina zu machen. Ist das nicht pure Perversion? Laut dem Bericht des Bundeskriminalamtes wurden im Jahre 2016 über ca. 100.000 Menschen sexuell genötigt. Davon sind ca. 27.500 Mädchen unter 14 Jahren gewesen. Das sind die angezeigten Fälle. Die Dunkelziffer ist viel höher. Das macht pro Tag durchschnittlich 75 sexuelle Übergriffe, die bei der Polizei angezeigt wurden. Von welcher Perversion spricht hier also Frau Güler? Hat sie das perverse Gedankengut etwa vergessen, welches die Männer dazu angetrieben hat, diese abscheulichen Handlungen bei den unter 14-Jährigen durchzuführen? Subhanallah, stellt euch das mal vor. Man bringt den Kindern bereits in der Grundschule bei, wie man Zina vollzieht. Man möchte mit dieser Aufklärung im Kindergarten anfangen. Man bringt ihnen diese sexistischen Gedanken in einem Alter bei, welches sie in der Realität nicht nutzen können. Eben diese Erziehung lässt diese Kinder fantasieren. Und sie möchten gerne diese beigebrachten Ideen in ihrer Umgebung umsetzen und experimentieren, wie das Ganze funktioniert. Wer im Glashaus sitzt, sollte also nicht mit Steinen werfen. Ist das nicht pure Perversion? Meine lieben Geschwister, wir müssen verstehen, dass wir eine Umma sind. Allah Azza wa Jal sagt sinngemäß, diese eure Gemeinschaft ist eine einheitliche Gemeinschaft und ich bin euer Herr, darum dient mir. Auch sagte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Umma ist wie ein Körper, wenn ein Teil davon leidet, so leidet der ganze Körper an Schlaflosigkeit und Fieber. Jede Angelegenheit eines Muslims ist auch unser Problem, da wir eine unzertrennliche Einheit darstellen. Meine lieben Geschwister, einige Politiker möchten in Nordrhein-Westfalen das Kopftuch für unter 14-Jährige verbieten. Niemals werden wir uns von einer Pflicht distanzieren. Wir sind Muslime, Alhamdulillah, mit Ehre, mit Stolz und mit Mut. Das Kopftuch ist ein Teil unserer Identität. Und niemals werden wir auch nur um eine Haaresbreite von unserer Identität abweichen. Deswegen ruft Botschaft des Islam jeden Muslim dazu auf, gegen dieses Kopftuchverbot aufzustehen und Nein zu sagen. Verbreitet diese Botschaft. Verbreitet es auf allen sozialen Netzwerken. Sprecht mit den Leuten auf eurer Arbeit. Sprecht mit den Leuten in eurer Uni. Sprecht mit den Leuten in eurer Ausbildung. Sprecht mit den Leuten in euren Familien und euren Freundeskreisen. Bezieht klar Stellung und zeigt keinerlei Akzeptanz für solch ein Vorhaben. Jetzt ist die Gelegenheit gekommen, um Belohnung zu sammeln und gemeinsam stark dagegen vorzugehen. Allah subhanahu wa ta'ala hat unsere muslimische Gemeinschaft geehrt. So sagt er sinngemäß, ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschheit hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. So lasst uns eine gemeinsame Stimme werden und allesamt am besten Seil, und zwar am Seil des Islam ziehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und haltet allesamt am Seil Allahs fest und spaltet euch ja nicht. Eins gegen das Kopftuchverbot.